Ich wollte mal wieder ein kurzes Zwischenupdate machen. Das hier, was ihr hier auf dem Boden seht, das ist mein Sonnenschutz für die Arbeiter, für uns. Also zusammengebaut sieht das schon gut aus. Wir mussten jetzt durch angesackten Regen wieder auseinanderbauen. Dann habe ich hier so ein Podest gemacht, wo das Toilettenhäuschen draufkommt, weil ich weil ich nicht wusste, dass man das mit Eukalyptus jetzt nicht von unten machen sollte. Aber stellen wir es halt einfach auf eine Palette. Und weil die Garage nicht schon groß genug ist, gehen wir nochmal weiter in die Werkstatt oder ins Taller, was uns zur Verfügung gestellt wird. Alles vom lieben Werner. Und hier ist der Martin wieder am Tor dran. Also ich finde, es sieht schon mega aus. Hast du irgendwas zu sagen? Ich hab nichts zu sagen. Hätte ja sein können. Mir ist noch was eingefallen, unser neuer Anhänger. Da passen sogar die Pfosten drauf. Die 2,5 Meter lang. Aber selbst wenn man, wie man hier sieht, die 3,5 Meter lang holen würde, wird das auch noch passen. Dann würde man hinten die Klappe aufmachen und dann wird das alles super passen. Die restlichen werden aber geliefert, weil die leider nicht mehr vor Ort da waren, aber ist jetzt auch nicht so wild. Dann kommen sie halt mit denen. Wir waren gestern noch mal einkaufen. Da haben wir diese wunderschönen Spitzen gekauft. Der Martin hat die gerade schon zusammengeschweißt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der noch einzelne hier hat. Genau. Die sind hier in so einer Packung. Und da sind natürlich zu. Ich zeige euch das mal so. Das ist halt hier die eine Seite. Und na, das ist das Gegenstück. Die werden halt ineinander gesteckt. Und dann ganz einfach verschweißt. Und dann kommen die auf. Auch das Tor, nicht auf den Zaun. Wo der Martin gerade dran ist. Ganz fleißig. Geh nicht zu nah dran, damit man die schlechten Nähte nicht sieht. Nein, das sieht richtig cool aus. Und oben kommen halt auch noch welche drauf. Und ich finde, das sieht jetzt schon so mega aus. Und ich habe ja auch noch was fertig. So, das Dach ist doch schon drauf. Wir wollten das ja eigentlich transportieren ohne Dach und dann vor Ort drauf machen. Aber wir legen da einfach was drunter, was halt so übersteht. Und die Gardine ist drin. Cool, oder? Ja, soweit. Wir haben gestern noch irgendwas. Ach genau, stimmt. Die Platten hier, wo der Tank nachher drauf kommt, haben wir noch gekauft. Die muss der Martin noch zuschneiden. Soll halt für zwei Tanks sein. Und ich glaube, soweit gibt es sonst erstmal noch nichts Neues. Es ist Montagmorgen, es ist jetzt soweit. Wir müssen zusehen, dass wir die Sachen zur Baustelle bekommen. Wir haben jetzt das Plumpsklo und einen 1000-Liter-Tank schon auf dem Wagen. Auch die 8 Zaunpfosten, die wir schon abgeholt haben, sind auf dem Hänger unter dem Klo. Und jetzt geht's zur Baustelle. Auf der Baustelle laden wir dann direkt das Plumpsklo ab. Die Arbeiter haben da auch schon angefangen, ein Loch für zu buddeln. Den 1000-Liter-Tank haben wir da auch hingestellt und ja, fahren zurück und holen den nächsten 1000-Liter-Tank, um Wasser zu besorgen. Das Wasser holen wir am Aquädukt in Philadelphia. Martin füllt gerade Wasser ab. Das Aquädukt kommt vom Paraguay-Fluss direkt bis hier nach Philadelphia. Loma Plata hat auch so eine Anschlussstelle mit so großen Zwischentanks, wo man dann als Privatperson auch hinfahren kann und sich da sein Wasser abfüllen kann. 1000 Liter kosten 5000 Guaranis. Unsere Sonderkonstruktion. Ja, und die Wasserqualität kann ich schlecht einschätzen. Ist halt Flusswasser vom Paraguay-Fluss. Ob das noch aufbearbeitet wird, können wir gar nicht sagen. Das Abfüllen von dem Wasser geht auch recht schnell. Also wir haben hier in unter 2 Minuten den 1000-Liter-Tank voll machen lassen. Das ist das hiesige Aquädukt, was relativ neu noch ist, wo sich aber jeder dann Wasser holen kann. Mit Bezahlen natürlich.
Hä? Ja, mein Platten. Ja, nachdem ich da runtergesprungen bin und den Reifen gesehen habe, haben wir erst gedacht, wir haben einen Platten. Aber das Auto stand da nur ungünstig an so einem Schlagloch. Mal gucken, ob er jetzt wirklich platt ist. Oh nee. Noch nicht ganz. Wir sind mit unserem Wassertank hier ganz gut angekommen auf unserem Grundstück. Und haben jetzt da oben einen Schlauch reingetan und lassen das Wasser drüben in den anderen Tank, der dann hier stehen bleibt, laufen. Weil, ich sag mal, für Zement machen oder Hände waschen oder keine Ahnung, wofür die Jungs hier das Wasser brauchen werden, haben wir dann auf jeden Fall mal 1000 Liter da ungefähr. Und das Aquädukt ist hier ganz in der Nähe. Und für die 5000 Guaranis können wir dann ab und zu mal ein bisschen Wasser hier hinstellen. Der Bagger hat auch schon mit den Löchern angefangen. Das Plumpsklo steht. Und die Arbeiter richten sich auch schon ein. Die Löcher sind auch gebohrt. Hier kann man sehen, dass alle 3 Meter ungefähr ein Loch für so einen Zaunpfosten gebohrt wurde. Da hinten sind die Arbeiter, die ihr Zelt aufbauen. Einige werden hier auch schlafen, damit auf der Baustelle nichts geklaut wird. So, jetzt kommt der Sand. Wir haben eine LKW-Ladung Sand und 10 Säcke Zement erstmal bestellt. Damit soll dann die Mauer, die unter dem Zaun erstellt wird, gemauert werden. Ja, während die Jungs den Zement abladen und den Sand hinkippen, trifft dann auch schon der LKW mit den Zaunpfosten ein. Ja, wir hatten da schon fast Angst gehabt, dass die Zaunpfosten nicht pünktlich ankommen. Jetzt sind die Zaunpfosten doch noch pünktlich gekommen. Und der Stromanschluss. Und der Stromanschluss ist jetzt auch noch nach unten gelegt in den Kasten, sodass wir da die Tage halt weitermachen können, Steckdosen anschließen können und hier schon mal für die Baustelle den Strom nutzen können. Und was noch? Was haben wir jetzt hier? Ach ja, Internet haben wir auch hier. Also Glasfaser. Ist auch schon eine Glasfaserleitung gezogen. Dementsprechend haben wir auch schon Internet. Müssen wir nur noch beantragen und bis das Haus steht, sollte es haben klappen. Wir auch den Internetanschluss. Das geht hier ein bisschen schneller als in Deutschland. Da fahren sie auch. Ja, die Jungs fangen jetzt an, hier die Zaunpfosten abzuladen. Wenn man aus deutscher Sicht in Sachen Arbeitssicherheit das Ganze betrachtet, kommen einem da wahrscheinlich große Ängste. Aber hier vor Ort sind die Methoden noch ein bisschen rabiater. Da wird noch mit ein bisschen mehr Risiko gearbeitet. Ja, bei den großen, schweren Pfosten, die da jetzt gerade abgeladen werden, handelt es sich um 3,5 Meter lange Eukalyptuspfosten. Die sind auch ein bisschen dicker, weil das werden die Eckpfosten werden, über die dann auch der Zaun gespannt wird und die dann eine größere Kraft aufnehmen müssen. Die dünneren Pfosten sind auch aus Eukalyptus, die sind 2,5 Meter lang und ja, da wird dann halt der Zaun auf der großen Fläche einfach nur dran befestigt. Diese Eukalyptuspfosten sollen ungefähr 20 Jahre halten. Ja, die sind angeblich auch imprägniert, also irgendwie nochmal behandelt, dass sie ein bisschen länger halten sollen. Man könnte jetzt auch noch andere Pfosten nehmen. Man könnte jetzt auch hochwertigere Pfosten nehmen, die sind dann aber auch gleich um einiges teurer. Und na, wir probieren jetzt einfach mal die Eukalyptuspfosten aus. Die werden jetzt relativ viel verbaut, weil wie gesagt, die sollen halt auch ihre 20 Jahre halten. Und bis dahin haben wir vielleicht schon vor, einen ganz anderen Zaun oder Mauer oder was auch immer zu ziehen.
Auf jeden Fall haben die Jungs es geschafft, die ganzen Pfosten ohne irgendeinen Unfall abzuladen und sind wohlbehalten wieder von der Baustelle gefahren. Hi zusammen, heute ist Tag 2 auf der offiziellen Baustelle, wo die Zaunbauer angefangen haben. Ich zeige euch einmal so den Zwischenstand. So, die Pfosten bis auf die Eckpfosten stehen schon. Die sind hier auch schon kräftig am Buddeln für die Steine, die halt unter den Zaun kommen, wie so ein Grundmauerwerk. Und Martin macht gerade einen provisorischen Stromanschluss, damit wir halt Wasser pumpen können, damit die Arbeiter, wenn sie Strom brauchen, Strom haben. Und was machst du da jetzt genau? Ich baue mal einen schönen professionellen Kasten hier unten drunter mit einen tollen Drahtklemmen an, damit wir hier unten eine Steckdose haben. Ja, die klemmen wir gleich hier über die Sicherung, klemmen wir die da mal an. Und das sind übrigens hier die Steckdosen für den amerikanischen und den europäischen Markt oder Gebrauch. Hier findet man sehr oft beide Sachen, beide Anschlüsse, beide Stecker. Ja, halt mal dagegen. Ja. Ich mache dann erstmal Schluss, weil ich muss hier helfen. Genau, das kleine Loch. Bis später.